Es sind englische Wochen für die Teams in der Tischtennis-Bundesliga. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Fast jeden Tag können Sie live im Netz bei uns ein Spiel sehen oder gleich mehrere. Also im Moment wirklich die TTBL auf Hochtouren unterwegs. Ochsenhausen ebenfalls hat viele Spiele in den Knochen. Es geht los gegen Bergneustadt. Gussi gegen Mino. Alberto Mino auf Seiten von Bergneustadt, sicherlich der Außenseiter gegen den erfahrenen Franzosen. Guter Ballwechsel. Da sieht man die Stärke von Alberto Mino, sehr athletisch. Und dann aber trotzdem, Mino macht seine Sache sehr gut. Schöner Punktgewinn in diesem Moment von ihm. Er hat ja absolut nichts zu verlieren gegen Simon Gussi. Kann hier also befreit aufspielen. Gussi seinerseits macht aber die entscheidenden Punkte. 2:0 Satzführung schon für den Franzosen. Und im rechten Moment auch etwas Glück. Der Ball eben gerade gesehen, streift noch die Netzkante und damit wird es dann schwierig für Mino, den Ball zurückzuspielen. Der aber seinerseits, wie gesagt, hier befreit aufspielen kann und das auch tut. Satz 3 geht an den Mann von Schollberg Neustadt. Der Anschluss also wieder hergestellt. Im vierten dann aber doch die deutliche Führung und auch mit 11:4 dann die Entscheidung zugunsten von Simon Gussi. Und damit die 1:0 Führung für Ochsenhausen. Samuel Kulczycki gegen Benedikt Duda. Der deutsche Nationalspieler gegen das Supertalent von Ochsenhausen, gegen eines dieser Supertalente von Ochsenhausen, um genauer zu sein. Super Ballwechsel. Hatte ich eigentlich schon abgehakt? Nach diesem Gegentopfen von Duda, aber Kulczycki ist da mit der Rückhand, der jetzt sein Spiel spielt. Obwohl er dann doch. Und Kulczycki legt dir ein tolles Spiel auf den roten Boden. 1:0 die Satzführung für ihn. Benedikt Duda, der hatte seine liebe Mühe und Not mit diesem auftrumpfenden Samuel Kulczycki. 10:7 jetzt die Führung, er kann den Satz 2 aber gewinnen und damit ausgleichen. Super Vorhandpunkt gerade von Benedikt Duda, haben wir gesehen. Der dritte Satz, auch deutliche Führung, geht an Benedikt Duda. Aber im vierten, da ist Kulczycki wieder zurück. Super Ballwechsel. Macht er stark, beide. Schöne Grafik hier. Hat man nochmal gesehen, wie weit die Spieler vom Tisch wegstehen. Ja, und Kulczycki wehrt hier den Matchball ab. Der Rückhandblock von Samuel Kulczycki. Der Ballwechsel war eigentlich vorbei. Und kann sich letztlich in den fünften Satz vorkämpfen. Das ist natürlich auch psychologisch ein wichtiges Momentum, wenn man da sagt, okay, ich habe einen Matchball abgewehrt, jetzt geht's nochmal. Und auf der anderen Seite, Benedikt Duda, ich habe einen Matchball vergeben. Das ist auch meistens nicht so gut für die Psyche. Kulczycki jedenfalls spielte jetzt in diesem fünften Satz groß auf. Er kämpft sich hier 4 Matchbälle mit dieser Rückhand. Und gewinnt tatsächlich am Ende gegen Benedikt Duda. Das ist natürlich jetzt ein echter Big Point für Ochsenhausen. Und jetzt kommt's drauf an. Kann Alvaro Robles nochmal Bergneustadt zurück in die Partie bringen? Oder macht hier Kanakja schon den Deckel drauf? Eventuell schon Vorteile.
große Probleme hatte, wenn ich auch hat mich tatsächlich auch persönlich sehr gefreut, wie gut er sich. Der erste Satz jedenfalls zunächst mal ziemlich eng. Schön zu sehen gewesen, gerade wie Robles die Bälle noch hinten rausholt, ganz hohe Ballonabwehr gespielt hat. Aber Kanakjar, der agierte so einen Tick druckvoller in den entscheidenden Momenten und holt sich auch hier den ersten Durchgang. Auch im zweiten der US-Amerikaner vorne gewinnt letztlich. Auch im dritten Satz dann 7-7, wieder eine enge Geschichte. Aber wie gesagt, Kanakjar, wenn es drauf ankam, hatte man immer den Eindruck, der kann nochmal hier das kleine Quäntchen mehr zulegen. 9-8 die Führung für ihn. Super Rettungstat von Robles, der hier das holt und dann nochmal bestrafe. Der Ball wieder auf die Kante auf der anderen Seite. 10-9 jetzt Matchball für Kanakjar und dann war es passiert. Bergneustadt kassiert eine 0-3-Pleite in Ochsenhausen. Entsprechend freuen sich natürlich die Männer in Blau, feiern hier mit den Zuschauern. Ja, wir sind natürlich sehr, sehr glücklich. Wir haben so viele Spiele letzte 3 Wochen gespielt und alle gewonnen bis jetzt. Für heute natürlich habe ich gut angefangen. Alberto ist immer nicht einfach gegen ihn zu spielen, aber ich habe von Anfang sehr aggressiv gespielt und mit meinem Rückschlag besser und besser gemacht. Und am Ende war ein souverän 3-1-Sieg. Ja, wir wissen, dass wir gegen Russland im Ostfest eine sehr schwere Aufgabe für uns. Ja, okay. Wenn wir eigentlich gegen Samuel 2-1 und dann auch leicht gefühlt, eigentlich er sollte dieser Punkt einfach nach Hause bringen. Ja, aber leider, das ist nicht die Chance. Ja, wir werden für die nächsten Spiele noch weiter arbeiten und hart arbeiten.